Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Aus aktuellem Anlass möchte ich das Thema Absaugung mal ansprechen. Ich wollte mir eigentlich einen Wagen dafür bauen. Und gestern kam die Frage von Sascha. Sascha Völlig hat sich bei mir gemeldet, gefragt, Ali, was kannst du mir für eine Absauganlage in der Werkstatt oder für die Werkstatt empfehlen? Ich habe mir vor einiger Zeit ja das System, vor 3 Jahren eigentlich, schon mal zusammengestellt. Allerdings ist mir vor ein paar Tagen ist mir der Staubsauger kaputt gegangen, der alte. Und jetzt habe ich hier einen neuen Gebrauchten bekommen von meiner Schwägerin. Die hat mir das Ding geschenkt. Danke Setup dafür. Und ja, jetzt möchte ich euch einfach mal erklären, warum ich dieses System nutze oder wie überhaupt dieses System funktioniert. Die Verbindung zwischen den zwei Bauteilen, sage ich jetzt mal, entsteht ja durch Schläuche oder Verrohrungen. Ich habe ja jetzt hier den Originalschlauch, der ziemlich lang ist. Der muss nicht so lang sein. Den werde ich wahrscheinlich auch noch kürzen. Denn der hier wird erstmal an den Staubsauger angeschlossen. Einmal hier. So. Und das andere Ende kommt dann oben in den Zyklonabscheider rein. Wichtig ist hierbei, dass ihr darauf achtet, dass das Ganze dicht ist. Warum, weshalb, wieso, werde ich euch gleich nochmal erklären. Dann habt ihr hier noch den Schlauch, damit arbeitet ihr an euren Maschinen oder ihr könnt damit halt eben, wie gesagt, frei eure Werkstatt mit reinigen. Der kommt dann hier dran und dann ist das auch schon erledigt. Allerdings müsst ihr, wie gesagt, darauf achten, dass das alles dicht ist. Sei es hier, da, hier am Eimer. Es muss alles dicht verschlossen sein. Denn dann, wenn es nämlich nicht der Fall ist, dann habt ihr ein Problem. Euer Staubsauger füllt sich mit dem ganzen Staub, mit dem ganzen Dreck und der Filter setzt sich zu und ihr habt dann keine Saugkraft mehr und das Problem, dass der Staubsauger sich füllt und ihr den ständig leer machen müsst, sauber machen müsst. Um das Ganze, wie gesagt, zu vermeiden, achtet bitte von vornherein beim Verbinden dieser einzelnen Teile, dass die dicht sind. Ich habe jetzt hier an dem Schlauch, der ja vom Staubsauger kommt, habe ich hier diesen Anschluss. Den könnt ihr natürlich, der ist ja von seiner Bauweise her, verläuft er etwas konisch. Hier wird der natürlich etwas schmäler. Ihr könnt das Ganze kürzen, damit ihr eine etwas größere Öffnung habt. Der passt dann ideal, super, hier in den Zyklon rein. Wenn ihr jetzt nicht mehr braucht, das heißt, wenn ihr dieses Stück nicht mehr braucht, könnt ihr das absägen und dann reicht das auch vollkommen aus. Oder ihr lässt es halt einfach so, wie es ist. Das ist die Methode, die ich seit 3 Jahren nutze. Die habe ich, wie gesagt, an meiner Tischkreissäge so genutzt und an meinen Schleifgeräten und allem. Und es hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Der Vorteil ist hierbei, dass man sich die Sachen einfach zusammenstellen kann, wie man Lust hat. Und wenn mal der Staubsauger kaputt geht, dann schaut man bei eBay Kleinanzeigen oder woanders vorbei und holt sich einen gebrauchten und dann ist das Problem gelöst. Ja, was ich aber noch dazu sagen muss, das Ganze sollte ja auch mit einer Ein- oder Abschaltautomatik funktionieren. Wäre ja blöd, wenn man ständig die Maschine einschalten muss, plus dann hier den Staubsauger. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Man kann sich auch es gibt ja diese Steckdosen, die man mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten kann. Das würde für die Absaugung ja sicherlich ausreichen. Oder man macht es halt so wie ich. Ich habe hier eine Steckdosenleiste damals gekauft. Die habe ich auch zweimal. Und zwar ist das die hier. Dafür räume ich hier erstmal auf und dann kommen wir etwas näher mit der Kamera zur Steckdosenleiste. So, und hier haben wir das schöne Stück. Ihr seht hier einmal den Masteranschluss, da kommt eure Maschine dran und die 4 weiteren, die wären quasi für die Absaugung zuständig. Sobald ihr hier eure Maschine einschaltet, läuft auch die Absaugung automatisch an. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn man den Staubsauger zum Saugen nutzen will, also nicht in Verbindung mit der Maschine, sondern einfach separat mal einschalten will. Die nervige Sache an dem Ganzen ist dann, ihr müsstet den Staubsaugerstecker rausziehen und dann hier reinstecken und dann so betreiben. Das Ganze werde ich euch jetzt mal in Aktion zeigen, wie ich das hier alles anschließe, ob es funktioniert und ob das auch wirklich so gut funktioniert, wie ich es jetzt vorhin auch erzählt habe. Wir brauchen aber erstmal etwas
Schleif- bzw. Sägestaub, Dreck auf die Werkbank. Und dann lege ich mir das mal schön auf die Werkbank. So einen schönen dicken Haufen, damit man das auch ordentlich präsentieren kann. So, dann nehmen wir unseren Staubsauger. Stecken wir das Rohr oben rein und den Schlauch, den wir zum Arbeiten brauchen, den stecken wir hier rein. Und als nächstes kommt dann der Staubsauger. Der wird dann hier in diesen Master angeschlossen. Wir wollen ja in dem Fall nur saugen. Ich will euch ja nur zeigen, ob das System funktioniert. So, auf eingeschaltet. Erstmal aus. Einschalten tun wir gleich. Dann stecken wir das Ganze mal erstmal in die Steckdose hier. Sobald wir jetzt den Schalter betätigen, sollte das Ganze laufen. Hier wieder die Steckdosenleiste weg und schauen in den Staubsauger rein. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht blamiere. Öffnen den Staubsauger und sehen, siehe da, hier ist nichts. Der Filter, der ist sauber. So, da fällt halt nur ein bisschen Dreck, was vorher schon drin war, raus und das Ding ist picobello sauber. Der ganze Dreck ist jetzt hier in die Tonne gelandet. Und hier befindet sich die zweite Absauganlage in meiner Werkstatt. Die steht meistens nebenan in dem Raum, an der Tischkreissäge angeschlossen. Die ist eher für die gröberen Sachen gedacht, das heißt gröbere Späne, die auch jetzt zum Beispiel an einem dicken Hobel fallen würden. Ich hatte ja in meinem Werkbankvideo, habt ihr ja gesehen, da waren echt jede Menge Späne drumherum. Da hatte ich die Absauganlage noch nicht angeschlossen, dummerweise. Und die hat das halt nicht gepackt. Der Schlauch war schnell zu. Und hier ist das halt nicht der Fall, da ich hier einen etwas größeren Schlauch dran habe mit einem Adapterstück, der dann auch in meine GTS 10 passt und an den dicken Hobel. Den habe ich allerdings, ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Das ist, glaube ich, sogar der, der bei dem dicken Hobel mit dabei war. Der, wie gesagt, zufälligerweise auch auf die GTS 10 passt. Unten seht ihr den blauen Sack. Das ist natürlich der falsche. Da kommt ein durchsichtiger Sack hin, der dann natürlich auch etwas dicker sein sollte. Denn hier können nämlich schnell irgendwelche Löcher reinkommen, wenn man das Ding mal hin und her bewegt und bleibt irgendwo hängen. Dann hat man auch an Saugkraft verloren. Es saugt nicht richtig und der ganze Staub und Dreck würde dann aus diesen, ich sage jetzt mal, beschädigten Stellen dann rausfliegen. Oben haben wir dann noch den Filtersack. Der könnte natürlich auch ersetzt werden gegen eine Kartusche, die man für 100, 150 Euro im Internet bekommt. Ich denke mal, das ist so ein Feinfilter, so eine Feinfilterkartusche. Da würde es wahrscheinlich etwas sauberer und sogar etwas gesünder sein für einen. Wobei hier jetzt beim Saugvorgang jetzt auch nicht viel Staub, überhaupt kein Staub rauskommt. Aber das Reinigen ist bei dem natürlich viel einfacher. Man klopft das Ding aus, kann es, wenn man möchte, auch in die Waschmaschine stecken. Naja, ich weiß nicht, wie gut das für die Waschmaschine ist, aber man könnte es sogar waschen. Und das waren die zwei Absaugsysteme, die ich hier in meiner Werkstatt verwende. Einmal die selbstgebaute und einmal die gekaufte Version. Das Modell von der Elektra Beckum, das blende ich euch mal hier unten links ein, also links von mir, rechts von euch. Die einzelnen Teile zu der selbstgebauten, die werde ich dann unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Schaut mal rein, ich weiß nicht, was die aktuell kosten, die Teile. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welche ihr eigentlich verwendet. Welches System habt ihr bei euch in der Werkstatt? Eine selbstgebaute oder dann doch eine gekaufte Version? An dieser Stelle möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich habe noch einiges zu tun. Ich muss noch saugen. Ich habe nämlich von gestern noch jede Menge Dreck hier rumliegen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.